Hey Leute, willkommen zurück zu Everybody's Gone to Rapture. Oh Mann, hier ist ein Unglück passiert. Jemand ist auf die Gleise geraten. Dort vorne ist alles voller Blut. Und einem Schuh. Der ein eindeutiger Hinweis ist. Guck mal, hier ist noch so ein Sprengkörper. Die sind aber nicht explodiert. Sie wollten das ganze Gebiet ja verbomben, also, ne, durch Luftschläge. Dass dieses Phänomen sich nicht weiter ausbreiten kann. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist ja Licht. Es ist nicht stofflich. Es ist ja im Prinzip... Ja, was eigentlich? Was ist das für ein Zeug? Ich meine, Licht ist Licht. Es sind Strahlen, wenn man so will. Ja, es sind Strahlen, natürlich. Junction Box out of commission until further notice. Guck mal, aber überall hier ist es schön irgendwie. Es stehen überall Blumen herum. Die Gärten sind sehr gepflegt. Zumindest waren sie es wahrscheinlich bis vor kurzem noch. Und überall. Meine Schuhe sind weg. Meine Schuhe sind weg, Sir. Da draußen sind Scharfschützen. Sie haben meine Schuhe geklaut. Howard! Howard Lantham! Du wirst augenblicklich diese Tür aufmachen, junger Mann! Jetzt steh auf! Steh auf! Die Schuhe sind weg! Was in aller Welt machst du hier, Howard? Stephen hat gesagt, ich soll bleiben, falls Lissy anruft. Stephen, wo ist er? Was machen Sie mit den Vögeln? Konzentrier dich, Howard. Wo ist Stephen? Er sagte, wir können nicht helfen. Er hat meine Schuhe geklaut, damit ich bleibe. Hör mir zu, Howard Lantham. Du suchst jetzt deine Schuhe und gehst ins Dorf. Such Pater Jeremy. Er gibt dir etwas Suppe oder sowas. Na los, beweg dich. Wo gehen Sie hin? Ich werde meinen Sohn finden. Und dann frage ich ihn, was in aller Welt er eigentlich treibt. Howard. Ich glaube, der arme Kerl ist ein bisschen verwirrt. Würde mich auch nichts überraschen, wenn wir noch irgendwann... Oh, guck mal, der Vogel. Oh. Wenn wir irgendwann noch einen... Ja, so eine Lichterscheinung sehen, die Howard heißt. Wir haben Jeremy, wir haben Wendy und vielleicht bekommen wir bald Howard. Die wollen uns auf irgendwas hinweisen. Vielleicht sind ja die Menschen zu diesen Lichterscheinungen geworden. Und das ist dann das Rapture, das Entzücken, was hier namensgebend ist. Man weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, hoffe ich. Hey, Wendy. Ja, Wendy, ich finde dich auch sehr unheimlich. Danke. Eine sehr energische alte Lady ist das. Wo führst du mich eigentlich hin die ganze Zeit? Jetzt führst du mich wieder zurück. Tipworth Junction. Da. Ich glaube, wirklich ist versucht zu kommunizieren mit uns. Hoppala. Das ist echt schön. So, da sind wir wieder. Aber ich... Ich wollte noch dahinter, da wo die weiße Bank stand. Da konnten wir ja durch auf jeden Fall, wenn ich anders gelaufen wäre. Habt ihr letzten Part vielleicht gesehen? Mir geht's gut. Keine Sorge. Es ist nur... Robert. Dieser Mann verdient dich nicht.
Ich weiß, dass alle mich für eine lästige alte Wichtigtuerin halten. Aber irgendjemand muss doch aussprechen, was alle denken. Wir wissen beide, dass diese Ehe nicht... Guck mal, wie schön. Es ist so idyllisch. Da vorne ist eine Windmühle? Ernsthaft? Wow. Ja, genau hier hätte ich noch lang gehen können letztes Mal. Jetzt sind wir ja auch da. Sie sind hier. Ich komme jetzt bestimmt bald auf die Appleton Farm. Schade, dass ich nicht ein bisschen ranzoomen kann. Da seht ihr? Da ist eine Windmühle. Ganz am Horizont. Ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, da kommen wir noch hin. Warte mal, lass mal kurz vergleichen. Wir sind hier. Und dort unten. Da, seht mal, da ist die Windmühle sogar eingezeichnet. Seht ihr es auf dem violetten Strich? Hey, vielleicht kommen wir da wirklich noch hin. Also wir haben jetzt schon fast die Hälfte der Karte überquert. Also wir machen so einen großen Bogen, aber naja, von der Strecke her haben wir die Hälfte geschafft. Ich hoffe, es ist nicht allzu schnell um und hoffentlich erfahren wir noch ein bisschen was. Wenn es jetzt so Holterdiepolter dann zu Ende geführt werden würde, fände ich das sehr schade. Ja. Guck mal, die haben hier tatsächlich einen Rettungsring für den kleinen See. Das ist ein besserer Teich wahrscheinlich eher von der Größe. Oh, ist das wieder ein Vogel? Oh. Die ganzen toten Vögel. Ja, Wendy, eine mit Weile. Ja, schade. Hier zu leben, das muss echt toll sein. Hintereingang offen? Auch nicht. Ach man. Na, ich höre sie schon wieder da vorne rumfliegen. Na, hier könnten wir auch mal wieder Rasen mähen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich keinen Garten mehr habe hier. Oh, da knistert doch was. Ist da wieder ein Funkgerät? Oder ein Radio? Nee, Ghetto Blaster. Rachel, Schätzchen, tut mir leid, dass ich deine Musik überspiele. Aber dein Vater und ich, falls du heimkommst, ich meine, ich weiß, Mrs. Graves kümmert sich gut um dich. Aber falls du doch kommst, wollte ich nur sagen, dass wir zu Barbara fahren. Evie! Evie! Sam, ich lasse Rachel eine Nachricht da. Willst du Hallo sagen? Großer Gott, Evie, dafür haben wir keine Zeit. Der verdammte Wagen springt nicht an. Wir müssen laufen. Sam, das ist für Rachel, falls sie heimkommt. Charlie meinte, alle versammeln sich im Saal. Rachel ist im Camp. Ihr geht's gut. Rachel, Schätzchen, hör zu. Ich wollte sagen, dass wir im Gemeindesaal sind und da auf dich warten. Am besten bleibst du, wo du bist und tust, was Mrs. Graves dir sagt. Wir haben dich lieb. Bis dann. Bist du fertig? Gut, nimm den blöden Koffer und dann nichts wie los. Komm schon.
Ich frag mich, was die damit bezwecken wollten. War ja offensichtlich schon zu spät. Sind das Bienenstöcke? Ja, ich glaube, das sind Bienenstöcke. Die Leute hier waren wohl Imker. Ja, das sind Bienenstöcke. Eindeutig. Oh, Bienen. Hallo. Ich hoffe, ihr stecht mich nicht. Irgendetwas ist hier im Observatorium bei mir. Ich spüre, wie es Kontakt sucht. Wenn es nahe ist, werde ich überwältigt von einem tiefen Gefühl der Einsamkeit. Okay. Das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an. Ich meine... Was war das? Ah, ich habe irgendwie gedacht, dass die Tür jetzt aufgeht. Sie fühlt sich alleine, wenn das Ding da ist? Das ist aber komisch. Ah. Ah, doch, die geht auf, die Tür. Also es versucht die ganze Zeit mit mir zu reden, habe ich den Eindruck. Aber man versteht nichts. Wendy? Wendy, wach auf. Eddie, bist du das? Nein, ich bin's, Frank. Oh, Frank. Die Tür war offen und ich dachte, Graham hat nichts dagegen. Bestimmt nicht. Was machst du denn hier? Ich suche Stephen, aber mir ist die Puste ausgegangen. Und die Tür war offen. Hast du Radio gehört? Ich dachte, ich hätte ihn vorhin im Radio gehört. Das ist überall im ganzen Tal. Kapierst du das nicht? Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Was immer da in den Turm gelangt ist, ist jetzt draußen. Das ganze Tal steht unter Quarantäne. Es ist direkt hier, im Observatorium. Es ist in der Welt. Es passt sich an und breitet sich aus. Verstehst du mich? Was meint er? Aber wir können es nicht abweisen. Wovon redet er da nur? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn er im Radio ist, kann ich ihn vielleicht über Funk erreichen. Geh du zu Stevens Haus und falls ich ihn erwische, sage ich ihm, dass er zu dir kommen soll. Was schreit da so? Guck mal, 7 nach 6 ist die Uhr stehen geblieben. Wie alle anderen auch. Oh Gott. Kommt das hier von diesem Wendy-Wesen? Shropshire-Magazin. Oder Shropshire. Spricht man das auch mit Shire aus? Dieses Shire? Ist nicht immer so. Das Shire, also das Auenland, das wird ja auch Shire und nicht Shire. Shire. Oder wie? Shire ausgesprochen. Naja. Peter Pan. So. Ich vermisse das You Are Here. Da gibt es noch eine Garage. The Garage. Ah, verfluchtes Mistding! Scheiße! Komm schon, nicht jetzt! Spring an, du Schrotthaufen! Na los! Das kann doch nicht so lange her sein, weil die Batterie funktioniert noch. Ich weiß ja nicht, wie lange hält das denn stand, die Batterie, wenn die Lichtmaschine die nicht wieder auflädt? Mit Warnblinker? Also bestimmt nur ein paar Tage höchstens. Also das, was hier alles ausgelöscht hat, ist wohl erst vor kurzem gewesen. Also ich will auf jeden Fall gleich hier hingehen. Und ich höre wieder ein Radio. Ich soll hier rein, ja?
Ich frage mich, was dieser Code bedeutet. Kann man den irgendwie entschlüsseln? Sind das Koordinaten oder die, ja, vielleicht auch die Buchstaben des Alphabets? Okay, jetzt wird's noch gruseliger. Und guck mal, diese ganzen Formeln. Ich bin absolut kein Mathematiker. Ich könnte das wahrscheinlich nie lösen. Ich bin mehr so der Künstler und Denker. Auch gerne mal ein bisschen Philosoph, aber bestimmt kein Mathematiker. Steven. Ganz kurz, aber ich kann mir schon denken, dass es da vorne weitergeht. Also diese Wendy ist scheinbar so eine Art Hauptperson, beziehungsweise leitet sie uns jetzt durch diesen Abschnitt des Spiels die ganze Zeit schon. Wow. Und Jeremy... Wer war denn Jeremy? Vielleicht der Priester? Nee. War das vielleicht der Wissenschaftler, der mit Dr. Collins liiert ist? Jeremy. Ich hätte besser aufpassen sollen. Ja, ich weiß. Passiert da nichts. Passiert nichts. Ja, ich habe das Symbol gesehen, das da in der Luft schwebt, aber scheinbar... Kann ich es nicht irgendwie... Warte mal, seht ihr das, wenn ich da rüber gehe? Oh, jetzt! Oh. Oh, ist das widerlich. So hell. Steven, ich kann die Flugzeuge hören. Das ist die Regierung, die uns retten kommt. Du kannst jetzt rauskommen. Alles wird wieder gut. Ich höre die Düsenflieger kommen. So wie damals, als Eddie heimkam. Als dein Dad wieder nach Hause kam. Oh Mann, ist das gerade wunderbar. Aber scheinbar war das auch das Ende von Wendy. Sie hat Steven nicht gefunden, leider. Oder? Hat sie?
führt uns das hin? Geht's nicht gerade im Kreis? Sie mag zwar so eine kleine... so eine Kneifzange sein, die Alte, aber irgendwie tat sie mir eben richtig leid. Da blinkt was. Habt ihr es gesehen? Wunderschön, Leute. Damit beende ich den Part. Ich danke sehr, dass ihr dabei seid und dass ihr mir zuseht. Ebenso danke ich für euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal mit Everybody's Gone to Rapture.